Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Teleschirms. Ich habe euch ja bereits erklärt, wie man das Programm TrueCrypt runterlädt und damit verschlüsselte Dateicontainer erstellt. Nun möchte ich euch zeigen, wie man ganze Partitionen oder Wechseldatenträger wie USB-Sticks, SD-Karten und ähnliches verschlüsseln kann. Das ist im Prinzip genauso einfach wie das Verschlüsseln eines Containers. Wir öffnen dazu wieder unser Programm TrueCrypt. Wer das noch nicht getan hat, der kann sich den Film über das Installieren von TrueCrypt einfach runterladen bzw. bei YouTube anschauen. Und ansonsten verweise ich auf www.teleschirm.de. Dort wird das Ganze auch unter dem Punkt die sichere Festplatte ganz einfach erklärt. Nun wollen wir beginnen. Wir wählen hier einfach wieder irgendeinen Slot aus. Ich nehme den Slot 1, sagen auf Volume erstellen, sagen diesmal allerdings kein Container erstellen, sondern wir möchten eine Partition oder ein Laufwerk verschlüsseln, bleiben wieder beim Standard. Dann klicken wir jetzt auf Select. Dabei wähle ich meine SD-Karte aus. Ich kann natürlich jede andere Karte auswählen oder jedes andere Laufwerk. Dann klicken wir auf Weiter. Hier können wir wieder beim AES-Standard bleiben. Wir können natürlich auch auf Serpent oder Twofish oder auch Kombination derer auswählen. Das ist allerdings eher eine Funktion für die, die sich damit auskennen. Für alle anderen reicht der AES-Standard vollkommen aus. Wer da ein bisschen mehr Überblick zu haben möchte, der kann sich hier ganz einfach durchklicken. Teleschirm.info, auf die sichere Festplatte klicken, kleines Stückchen runterscrollen und dann die gängigen Algorithmen auswählen und dann hat man da einen kleinen Übersichtstext über die verschiedenen Algorithmen und damit kann man dann vielleicht auch eine fundiertere Entscheidung treffen. Ich gehe jetzt einfach weiter, überlegen wir natürlich wieder ein sicheres Passwort. Ein dreistelliges Passwort ist nicht sicher, darauf möchte ich nochmal hinweisen. Wer wissen möchte, wie ein sicheres Passwort zu generieren ist, der kann einfach hier auf teleschirm.info klicken und dann hier oben auf Passwort und sich dort diesen Text kurz durchlesen. Da ist eine kleine Anleitung drin und ansonsten ist ein Kennwortgenerator verlinkt. Man kann sich anschauen, wie die 10.000 häufigsten Passworte sind. Wenn Ihres dabei ist, sollten Sie es vielleicht auswechseln. Und ansonsten kann man auch ausrechnen, wie schnell Ihr Kennwort zu knacken ist. Das ist alles ganz spannend, aber es soll nur am Rande eine Rolle spielen. Ich habe hier jetzt mein Passwort gewählt. Jetzt wird mich das Programm darauf hinweisen, genau, dass ein sicheres Passwort bei 20 Zeichen anfängt und ob ich das wirklich machen möchte. Und nun fragt es mich, ob ich größere Dateien oder kleinere Dateien auswählen möchte. Ich nehme jetzt einfach mal kleinere, einfach damit es später schneller geht. Ich wähle ja das Format Mac OS X, mache das schnellere Format. Das ist nicht ganz so schön, aber jetzt in dem Fall zweckdienlich. Und natürlich sage ich, ich möchte unter anderen Plattformen mounten können. Unter anderem unter Windows eben, weil dieses Programm TrueCrypt eben unter allen Plattformen Linux, Windows, Mac OS X läuft. Jetzt bewege ich wieder die Maus, um ein bisschen Entropiedaten zu sammeln, also Zufallswerte, damit am Ende ein schöner Hashball rauskommt. Und das Ganze natürlich auch nicht einfach nur nach Algorithmus verschlüsselt ist, sondern wirklich Zufall dabei ist. Ich kann nebenbei natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben oder im Internet surfen, das ist vollkommen egal. Ich muss nur irgendwelche Zufallsdaten erzeugen und das funktioniert eben am einfachsten und schnellsten mit der Maus, die einfach ein bisschen durchs Bild bewegen und dann auf Format klicken. Da sieht man jetzt die Schlüssel. Und nun beginnt mein etwas älterer Vorführ-Mac zu arbeiten. Der braucht dadurch jetzt ein wenig länger. Bei Ihnen würde es sicherlich ein bisschen schneller gehen.
Und nun haben wir das Volume auch schon erstellt. Klicken einfach wieder auf Weiter. Und nun können wir nämlich was ganz Tolles machen. Wir können ein verstecktes Volume erstellen. Dazu klicken wir wieder auf Weiter. Klicken hier auf Hidden Volume. Und geben dieselbe Dateirichtung an. Hier wieder der Algorithmus. Nun wieder ein Passwort wählen. Ich nehme jetzt mal ein anderes dreistelliges Passwort. Wie gesagt, das ist nicht sicher. Klicke auf Weiter und überspringe diesen Hinweis. Bewege den Mauszeiger ein bisschen, um Entropiedaten zu sammeln. Und sage wieder Formatieren. Und nun sieht man, dass es eben läuft und ein bisschen länger dauern wird. Einfach aufgrund der niedrigen Schreibgeschwindigkeit, die ich jetzt aufgrund eines USB-Adapters habe und auch der beschränkten Rechenleistung im Moment. So, nun kann ich mein Laufwerk wieder mounten. Dazu wähle ich hier wieder den Slot 1 aus, sage Select Device, wähle mein Device aus, sage OK, mounten und gebe mein Passwort ein. Und da ist mein Laufwerk. Ich kann wieder über den Finder unter OS X und natürlich unter Windows, das ist der Explorer, kann ich wieder auf mein Laufwerk zugreifen. Ich schiebe jetzt einfach mal meinen Verschlüsselungscontainer hinein. Dann habe ich praktisch eine Verschlüsselung in der Verschlüsselung und bin dadurch auf der ziemlich sicheren Seite. Und im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Jetzt warte ich noch, bis es reinkopiert wird. Ich kann aus diesem Laufwerk ganz normal arbeiten. Ich kann dort Dateien hineinspeichern, direkt aus Word. Ich muss nicht immer kopieren. Ich kann dort Filme hineinspeichern, Präsentationen, alles. Das ist im Prinzip für den Computer am Ende wie ein ganz normales Laufwerk. Solange es gemountet ist. Jetzt sage ich Dismount, hänge es also wieder aus und dann ist mein Laufwerk auch wieder ausgehangen und auch wieder verschlüsselt. Es kann niemand mehr darauf zugreifen. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Denkt immer daran, traut niemandem über den Weg und immer schön vorsichtig mit den Daten umgehen. Ansonsten schaut doch ab und zu mal wieder auf den Teleschirm. www.teleschirm.info